Ja, Tristan Gervais, das hat nach einer rechtenden Lösung ausgesehen. Nehmt ihr schnell mit durch den Moment vom Ausgleich und dann auch vom Goal und vom Goal in der Verlängerung? Ja, es war recht extrem, muss ich ehrlich zugeben. Aber wir wollten unbedingt den Ausgleich und dann kam es rein. Und irgendwie war das Momentum voll bei uns gewesen, und mehr drückt. Und dann schiessen wir das 3-2 und die Emotionen riesen hoch und annulliert. Aber eben, wir konnten uns recht schnell fokussieren und das geht nachher klappen. Das ist natürlich umso schöner, aber ist klar, es ist so gut, es ist extrem gut. Es sind 2 Punkte, ich meine, lieber als einen. Wir nehmen jeden Punkt, den wir können momentan nehmen können. Und ja, ich hoffe, es gibt uns zumindest ein Mühe Aufschwung. Das ist ja alles im Kontext, dass am Montag, also gestern Abend, Fans bei euch in der Garderobe waren. Wie war das genau? Wie hat sich das ausgewirkt heute aufs Spiel? Ja, ich glaube, es war eine Idee bei uns im Captain-Team. Wir haben schon letzten Samstag mit etwa 60 Fans geredet. Und es war emotional. Es tut wirklich weh, wenn man denen zulässt und wenn man realisiert, was sie eigentlich fühlen für uns. Ich meine, es ist ihnen bewusst, in welcher Situation wir sind. Aber ich glaube, sie erwarten nicht, dass wir erst sind. Aber sie erwarten einfach den Kampfgeist und die Leidenschaft. Und es ist ganz klar, all das bringen wir momentan einfach zu wenig und dementsprechend leiden sie auch. Und es war eine Idee von uns, sie sind reingekommen in die Garderobe. Es waren wahre Worte, die vom Herzen kamen. Und wir haben gesehen, es soll jeder nachfühlen, es soll jeder reflektieren, was das eigentlich bedeutet. Und ja, vielleicht hat es eine kleine Wirkung gehabt. Mir ist es extrem ans Herzen gegangen, es extrem wahrgenommen. Und ich hoffe, wie meine Fahrer gesagt, dass es uns weitertreibt. Dankeschön, gratuliere zum Sieg. Merci.